Sexy mit Maske. Topmodel Franziska Knuppe zeigt uns heute, wie wir trotz Gesichtsbedeckung stylisch aussehen können und wie wir dann mit den Augen lächeln. Jetzt. Und das Ganze im Bild-Corona-Spezial, wie immer aus Berlin. Einen schönen guten Abend an Sie. Guten Abend, Franziska Knuppe. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Bevor wir gleich miteinander sprechen, wollen wir uns erst einmal mit dem Thema Masken beschäftigen. Da ist eine ganze Menge los da draußen. Wir alle wollen aber doch mit der Maske auch gut aussehen. Über die Do's unter uns gleich mehr. Zuvor die Bilder. Bei Frauen sind Leo-Masken total im Trend. Männer nehmen lieber die schlichtere Variante oder mit Schnäuzer, damit der echte Bart nicht ganz verschwindet. Man trägt sie auf jeden Fall öfter, wenn man eine Maske hat, die auch schön aussieht. Das sind Stoffreste, die ich zu Hause hatte und daraus habe ich das genäht. Und es ergibt sich dann halt so ein Muster. Immer mehr Menschen verkaufen ihre genähten Masken selbst, wie Fate Castrati in Berlin. Normalerweise verkauft sie Couture-Kleider, jetzt näht sie Masken aus ausgefallenen Stoffen. Viele wollen die Masken haben. Ich mache die einfach in meinen Shop und die werden sehr, sehr gut verkauft. Doch es muss nicht immer Stoff sein. Manfred Zobel aus München zum Beispiel bastelt Masken aus Pappe, in verschiedenen Designs natürlich, sodass für jeden etwas dabei ist. Und wir haben auch einige Modelle hier und wir sehen ein Bild von Instagram, was Franziska Knuppe vor ein paar Tagen, gestern? Montag. Oder Montag gepostet hat aus dem Flugzeug. Du hast diese Maske auch mit dabei. Ja. Ich habe mich gefragt, und da kannst du mir sicherlich als Model helfen, wenn ich diese Maske aufhabe, keiner sieht mehr, ob ich lächle oder nicht. Wie lächelt man mit den Augen? Im Grunde genommen, also ich lache ja genauso darunter. Also man lacht ja nur, wenn man wirklich auch den Mund dabei bewegt. Also ich habe noch nicht mit nur Augen lachen können. Kannst du uns das einmal zeigen, bitte? Also du setzt deine Maske auf. Ja. Und ja doch, man sieht das dann schon. Ich lache gerade wirklich über das Ganze. Bei dir sieht es unheimlich gut aus, weil die Ohren kommen auch so gut zur Geltung. Ja, das haben übrigens viele, habe ich auch draußen schon oft gesehen, dass das mit den Ohren dann entsprechend so nach vorne kommt. Mhm. Klar, es gibt so viele unterschiedliche Modelle. Du hast mittlerweile auch schon von Designern Sachen geschickt bekommen, ist das richtig? Genau, also wir haben letzte Woche, meine Tochter und ich haben letzte Woche unsere eigenen genäht aus Stoffresten, weil sie hat schon früh angefangen zu schneidern. Und wirklich mit dem Tag, wo wir fertig waren, kamen zwei Pakete an. Und unter anderem das ist aus München von der Designerin Irene Luft. Die macht mir sonst wirklich so Bambi-Kleider und alles. Aber man sieht es ja auch, das ist auch wieder mit Spitze und allem. Und das kam jetzt letztens aus Wien von Freunden, die eine Zeitschrift dort haben. Finde ich ganz süß, Kiss Me Later. Ja. Also ist perfekt eigentlich. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Jetzt ist es so, wenn ich diese Maske trage, viele fangen an zu kombinieren mit anderen Kleidungsstücken. Würdest du dazu raten? Ich finde das eine super Idee. Gerade, ich meine, wir kommen jetzt erstmal eine Weile nicht davon los. Und dann immer nur schlicht weiß oder OP-Masken zu tragen. Ich finde es toll, wenn man sich auf das Outfit einstellt. Mein Agent hat mich heute angerufen und gesagt, ja, ich habe mir jetzt eine ganz tolle aus Kord bestellt. Und die passt super zu meinem Anzug, wo ich mir denke, so, was? Also, aber es stimmt, es macht Sinn und es macht ja auch Spaß irgendwie. Immer mehr Menschen machen sich eben Gedanken zum Thema Maske und wie kann ich es tragen, was kann ich tun? Die sind aus dem Straßenbild aktuell eben nicht mehr wegzudenken. Du sagst, das wird uns lange beschäftigen. Mhm. Glaubst du, das wird eine Art Modeaccessoire, ähnlich wie ein Gürtel oder auch eine schicke Handtasche irgendwann? Ich hoffe nicht. Aber natürlich, wenn man es einfach jetzt mal braucht und auch gerade was Reisen betrifft, die Asiaten haben uns das ja die letzten Jahre schon vorgemacht, die reisen ja eigentlich nur mit Maske, weil natürlich Millionen Menschen an Flughäfen, in Bussen, in Bahnen unterwegs sind. Und wenn es uns begleitet, warum soll man es dann einfach nicht nutzen, um vielleicht auch ein Statement abzugeben? Und ich habe auch gesagt, eigentlich ist es eine super Werbefläche für Werbekunden, weil man guckt der Person ja ins Gesicht und warum nicht, vielleicht machen jetzt die ganzen Influencer Werbeverträge mit ihren Masken. Also, es ist da wirklich eine Menge los auf diesem Markt und dieser Markt, der beginnt erst gerade zu entstehen. Einschätzungen von einem Topmodel hier bei uns in der Sendung. Ich danke dir sehr für den Besuch. Danke. Franziska Knuppe. Und wir haben noch ein weiteres Beispiel auch zum Thema Maske. Stylisch war ihm nicht gut genug. Er hier greift zur ABC-Schutzmaske in Berlin. Seit 2 Wochen fährt er so täglich zur Arbeit und er sagt, in der U-Bahn gibt es sonst zu viele Risiken, sich eben mit dem Coronavirus anzustecken. Da sagen wir, jawohl, hat auch was. Wäre das was für dich? Nee, da würde ich Panik drunter kriegen. Ich finde das schon sehr schwer, auch zu atmen, gerade wenn man auch ein bisschen schneller laufen muss. Das wird ja sehr warm und die Luft wird dünn. Also und sprechen. Ich meine, alle nuscheln nur noch vor sich hin. Ich danke dir für den Besuch. Danke für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Soweit unser Bild-Corona-Spezial für heute. Es geht weiter mit den Nachrichten und meiner Kollegin Katja Losch hier im Programm. Es gilt wie immer, bleiben Sie gesund. Bis morgen. Tschüss.